machen wir hier zwischen all den Paletten? Wir haben Spaß, genießen das Leben. Frank! Was machst du denn hier? Ich brauche dich. Hör zu, ich bin im Ruhestand. Du hast seit einer Ewigkeit niemanden mehr umgelegt. Das ist was Positives. Sie kommen, ich kann es fühlen. Vor 96 Stunden hat jemand behauptet, wir wären Teil einer Operation namens Nightshade. Während des Kalten Krieges wurde eine Megatonnenbombe in Einzelteilen nach Moskau geschmuggelt und wieder zusammengebaut. Der Wissenschaftler war Edward Bailey. Er sitzt in einer Irrenanstalt für geisteskranke Kriminelle. Frank Moses, mein lieber Freund! Warum siehst du so alt aus? Du bist seit 32 Jahren hier eingesperrt. Ach komm, Frankie, das soll wohl ein Witz sein. Los, nimm die Deckung hoch! 11 Millionen Menschen verlieren ihr Leben, wenn du mir nicht hilfst. Kannst du uns irgendwelche Hinweise zu der Bombe geben? Ich hab sie erfunden. Sieht nicht gut aus. Ich wurde gerade vom MI6 versucht, dich zu töten. Offenbar stehst du ganz oben auf Interpols Fahndungsliste. Was hast du gesagt? Man muss das Leben genießen, solange man noch kann. Einen alten Freund von dir haben sie auch engagiert. Er ist der beste Auftragskiller der Welt. Wir brauchen Hilfe. Hallo, Frank. Was will die denn? Ärger machen. Na, wie läuft's denn so? Ja, Frank, wie läuft's denn so? Spinnst du, mein Mädchen zu küssen? Hör zu, alles, was im Kreml passiert, bleibt auch im Kreml. Du hast ihr eine Knarre gegeben? Sie hat keine Ahnung, wie man damit umgeht. Klar habe ich eine Ahnung. Das wird wie in alten Tagen fallen. Ich hasse sie wie die Pest. Du bist ein toter Mann, Moses. So schnell nicht. Ich habe noch nie von Ihnen gehört, muss vor meiner Zeit gewesen sein. Jetzt haben Sie von mir gehört. Auf die Rettung der Welt. Nastarovje! Nastarovje! Будем друг...